zu normalen Zeiten bieten wir eine offene Sprechstunde an, wo MandantInnen uns direkt aufsuchen können und wir vor Ort beraten. Zu Corona-Zeiten ist das natürlich etwas schwierig mit der offenen Sprechstunde, deswegen haben wir auf unserer Website ein Kontaktformular, wo MandantInnen uns anschreiben können und wir melden uns dann telefonisch per E-Mail oder auch über Online-Meeting-Plattformen, um immer noch ein halbwegs persönliches Beratungsgespräch organisieren zu können. Bei der Law Clinic bin ich als Berater tätig. Das heißt, im Einzelfall mit den Mandantinnen zusammen zu gucken, was die beste Lösung ist und wie wir gemeinsam zu dieser Lösung kommen können. Ich bin in der Beratung tätig, als Buddy für neu ausgebildete BeraterInnen und mitverantwortlich für die Vernetzung mit anderen Gruppen in Göttingen. Als studentische Hilfskraft koordiniere ich die Beratung und organisiere Fortbildungen für die BeraterInnen. Neben der Rechtsberatung plane Veranstaltungsreihen und erheben unsere Stimme auf Kundgebungen und im Radio. Damit machen wir von der Meinungs- und Versammlungsfreiheit Gebrauch und leben eine vielfältige Demokratie. In der Law Clinic bin ich als Berater für die Rechtsberatung von geflüchteten und migrierten Menschen und zum Beispiel auch für die Begleitung zu Behörden zuständig. Daneben bin ich auch im Vorstand aktiv und kümmere mich um das Organisatorische drumherum, unter anderem unsere kürzlich stattgefundene Veranstaltungsreihe. Momentan ist es leider nicht möglich, in Präsenz zu beraten. Deswegen versuchen wir, das möglichst durch andere Formen der Beratung auszugleichen. Das mag ein Telefonat sein, normaler Kontakt per E-Mail oder auch eine Online-Videokonferenz. Wir sind ein bunter Haufen Studierender, die ein gemeinsames Ziel haben, Geflüchteten bei der Rechtsfindung zu helfen. Das macht für mich die Refugee Law Clinic besonders. Für mich macht die Law Clinic aus, dass sich viele verschiedene Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen für ein gemeinsames Ziel einsetzen: geflüchteten Menschen die Rechte zu geben, die ihnen zustehen. Aufmerksam zuhören, zusammenarbeiten und denen, die es brauchen, eine helfende Hand bieten. Das macht die Law Clinic für mich aus. Für mich ist die Refugee Law Clinic ein Beitrag zur erfolgreichen Integration. Für mich macht die LLC aus, dass sie den Austausch von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten ermöglicht und dadurch sensibilisiert für die Bedürfnisse von anderen Menschen und auch für die Hindernisse, denen andere Menschen in ihrem Leben ausgesetzt sind. Bei der Refugee Law Clinic organisieren wir uns als Studierende vor allem selbst und es kommen Studierende aus verschiedensten Studiengängen zusammen und das ist für mich eigentlich das Besondere. In den letzten Monaten durfte ich Zeuge davon werden, mit welcher Selbstverständlichkeit hier die Leute ihre Zeit, ihre Energie und ihre Aufmerksamkeit der Law Clinic schenken. Und das finde ich nicht nur inspirierend, sondern verdient auch ganz besonderen Respekt. Zumindest meinen. Das Besondere an der Law Clinic ist für mich, dass wir uns mehr Zeit für die MandantInnen nehmen können, als es zum Beispiel Anwälte und Anwältinnen machen können. Und dass wir dadurch auch einfach mal die Möglichkeit haben, zuzuhören, unabhängig davon, ob die konkreten Informationen dann auch wirklich für den Fall rechtlich relevant sind oder nicht. Besonders an der Refugee Law Clinic ist, dass sie es ermöglicht, Menschen dort zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt und oftmals sogar lebensentscheidend ist. Ich sehe in Deutschland das gesellschaftliche Problem, dass wir, wenn es um Menschen mit Fluchterfahrung geht, oft von den anderen oder von etwas Fremden sprechen. Die Law Clinic arbeitet aber ganz klar gegen dieses Bild. Sie erkennt an, dass Mensch gleich Mensch ist und Menschsein bedeutet, mit Menschenrechten ausgestattet zu sein. Essentiell für unsere Demokratie ist, dass der Schutz der Menschenwürde gewährleistet ist und das unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit eine Person hat. Und dafür setzen wir uns bei der Law Clinic ein. Für mich besteht ein enger Zusammenhang zwischen Demokratie und unserem Engagement in der LLC, da unsere Arbeit darauf abzielt, andere Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Lebensbedingungen besser mitgestalten zu können. Eine moderne Demokratie fußt unter anderem auf dem Schutz von Menschenrechten, dem Schutz von Grundrechten und dem Schutz von Minderheiten. Und zur Law Clinic kommen Menschen, die täglich mit der nagenden Ungewissheit aufwachen müssen, ob sie vielleicht eines Tages in das Land und vor allem zu den Gefahren, von denen sie geflohen sind, zurückkehren müssen. Die Law Clinic hilft ihnen dabei, ihre Stimme zu stärken, um ihre Rechte auf ein menschenwürdiges Leben und auf Sicherheit einzufordern.
Das ist das Asylgrundrecht. Unser Grundgesetz eröffnet mit Artikel 16a allen verfolgten Menschen die Möglichkeit auf ein Asylgrundrecht. Und wir wollen eben mit unserer kostenlosen Rechtsberatung dafür sorgen, dass diese Menschen dieses Recht auch wirklich wahrnehmen können. Denn der Asylstatus wird sehr selten vergeben und hier hoffen wir, helfen zu können. Mit unserer Rechtsberatung verteidigen wir ganz unmittelbar das Grund- und Menschenrecht auf Asyl. Wenn es außerdem um eine adäquate Unterbringung oder Sozialhilfe für geflüchtete Menschen geht, kommt auch die Verteidigung eines menschenwürdigen Daseins ins Spiel. Daneben machen wir uns auch für eine vielfältige und plurale Gesellschaft stark, wie kürzlich mit unserer Veranstaltungsreihe, in der wir Nischenperspektiven von geflüchteten Menschen in den Fokus gerückt haben, beispielsweise von Roma oder LGBTIQ+. In Zukunft wünsche ich mir, dass wir auch wieder Beratung in Präsenz machen können, freue mich aber auch, dass wir jetzt als zweites Konzept nebenher noch eine Online-Beratung entwickeln konnten. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich weiterhin Leute Deutschland, Europa und weltweit für Refugees einsetzen. Meine Vision für die Law-Klinik ist eigentlich, dass es sie nicht geben müsste, denn kein Mensch ist illegal.